Nee. Weil ich hab nur. Nee, das ist Blödsinn. Das ist Kacke, weil. Ich hab das schon ein, zwei Mal probiert. Das Problem ist, es ist zwar cool, wenn man nur ein Leben hat, aber wenn man jeweils immer nur ein Herz hat, ist das irgendwie nicht ganz so cool. Das bringt irgendwie auch nicht so wirklich viel, weil gerade dann, wenn man dann später weiter unten ist, in Womb und so weiter, dann. Wow, da war ja noch da. Dann bringt das herzlich wenig, weil wenn dann der Gegner einen Schaden auf dich macht, dann machst du halt gar nichts. Oh, hier ist noch ein Shop. Gucken wir mal rein. Genau, weil ich, dadurch, dass ich jetzt Super Pride hatte, konnte ich auch eigentlich gar nicht mehr Dings treffen. More Trinket Room. Schlüssel habe ich noch genug. Ich könnte jetzt wieder zurückgehen und mein Trinket holen. Das knicke ich mir jetzt aber eigentlich. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich genug Münzen. Auch. Ich habe eigentlich genug Bomben. Der arbeitet mir ganz gut zu hier, das Teil in der Mitte. Oh Gott. Ah! So viel dazu. So, Matchstick, den hätte. Ne, das ist eigentlich genauso blöde. Wie. Die Kiste hole ich mir aber. Weil, wie gesagt, könnte ja noch ein Item drin sein. You never know. Naja, so habe ich ein paar Münzen und einen Schlüssel gekriegt. Nein, zwei sogar. Na gut, gucken wir mal, was kriegt. The Wretched. Das ist okay. Hätte uns schlimmer treffen können. Au, oh. Jetzt habe ich voll gepennt. Oh, mein Mann. Ach so, der Devil macht dasselbe wie Book of Belial, fällt mir gerade ein. Ja, genau, so war das. Ich weiß gar nicht, ob das stackt. Ich denke mal ehrlich. Leck, weil so viele Gegner. Aber so viele Spinnen hier. Oh, war ja. Würdest du jetzt bitte sterben? Was war jetzt am würdest du jetzt bitte sterben so unverständlich? Oh, ein Eternal Heart. Ein fucking Eternal Heart. Yay. The Moon bringt mich in den. Boah, wo bringt mich The Moon? Ich werde das nie merken. Ich glaube in den Ace of Spades. Das noch und das noch. Moon. Das ist der Geheimraum oder der Itemraum? Ich glaube, es war der Geheimraum. Whatsoever. Wir gehen runter. Ja. Und ein neues Herzchen. Für mich. Ganz allein. Für mich. Was gibt's hier? Der Kompass. Wir sind in Tiefen 2. Ach, ich habe ja noch meine Teleportkarte. Never mind. Ups. Hier. Ja, es war der Geheimraum. Der komischerweise gleich hier ist. Cool. Coole Sache. Ich habe sogar wieder nochmal einen Itemraum, sehe ich gerade. Püppchen. Püppchen sind uncool. Püppchen sind sowas von uncool. Püppchen sind sowas von uncool. Oh, ja, das war blöde. Das war sowas von blöde. Du warst das, was eigentlich schon fast tot war. Boah, wie hier die aushalten, ne? Sieht man erstmal, wie wenig Schaden ich eigentlich mache. Trotz Ratatatatat. Aber ich muss halt auch ganz viel mit Ratatatatat treffen. Ich hätte aber nur Bullshit, ne? Da hinten ist der Shop. Den hätte ich gern. Oh, warum? Was ist denn das für ein Raum, Mann? Das ist total krank. Was hier so alles rumspringt. Pef, pef, pef. Das ist schon mal gut. Den Gart hätte ich gern noch weg da. So. Und jetzt die Knights. Das nehme ich auch noch mit. So viel zu, ich lasse die Herzen liegen. Naja, egal. Aber auf den Ebenen macht das, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied. So. Manchmal habe ich das Gefühl, die KI funktioniert besser und manchmal habe ich das Gefühl, sie funktioniert schlechter. Boah, ey, wieso du schon wieder? Was willst du mal hier? Hast du kein Zuhause? Gut, dass ich den Steam Sale habe, wenn ich immer nur Greed kriege. Gut, ich will mal nicht so sein, auf der letzten Ebene habe ich zwar gekriegt, aber. Ah! Fuck you! Auf der letzten Ebene habe ich zwar mal einen Shop gekriegt, aber. Da werde ich auch einen anderen Miniboss, ne? Ist das zum Kotzen? Ist das zum Kotzen? Oh, hier ging es ja dann schon weiter. Mit einem Raum, den ich noch nicht gemacht habe. Pef, 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 pef. Das gefällt mir ganz gut. Eine Truhe ist auch ganz nett immer. Nee. Geh weg. Schnodder. Geh weg, Schnodder.
Mehr Geld, was ich mir irgendwie in den Hintern schieben kann oder so. Muss hier, glaube ich, eh rüber. Von daher werde ich jetzt einfach mal hier weitergehen. Ich will zwar dann noch zum Itemraum kommen, irgendwie, eventuell. Aber man weiß ja mal nicht, wie die Ebenen... Ah, ich hätte jetzt so oder so Schaden... Ah, dafür habe ich das Red Patch gekriegt. Jetzt sieht man das mal. Also so ist das dann quasi, wenn man quasi das Razor Blade hätte. Ich weiß gar nicht, ob man da auch rot wird. Bin mir nicht mal sicher. Die Zecke. Nein. Ich will deine Zecke nicht. Spiel. Behalt deine Zecke. Oh nein. Dieses Raumlayout. Ja, da will ich beim Book of Belial. Um das hier einfach mal schnell über die Bühne zu bringen. Also ein bisschen schneller zumindest. Ah, da war ja noch einer. Da ist noch einer. Ich dachte, da sind schon zwei dort. Arr! So viel zu meinem blauen Herzen. Ja. Links lang. Ein Würmchen. Ein einzelnes. Du verlassenes Würmchen, du. Puff. Und tot. Itemraum. Auf zum Itemraum. Auf zum Atom. Oh, wow. Püppchen. Und Engelspüppchen. Oh Gott, warum? Oh, das war doch nicht direkt vor mir. Hast du ihn? Geht's dir zu bunt? So. Das ging schnell. Wieso sind diese schnell gestorben? Die vorne haben irgendwie das Zehnfache von dem ausgehalten, wenn ich... Oder mache ich mich jetzt? Ich weiß nicht, irgendwie... Das macht keinen Sinn. Ja, für euch will ich das auch. Ich habe keinen Bock auf euch. Boah, da dreht er sich um, ne? Jetzt ist die KI irgendwie wieder Bombe, ne? Das ist der Hammer. Manchmal frage ich mich. So, oh oh. Oh oh. Oh oh. I'm so screwed. Uah. Du gehst weg. Ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, keine Lust auf dich. Ich kann dein komisches Gesicht nicht mehr ertragen. Komm, stirb doch, bitte. Das dauert so unnötig lange hier. Danke. Und ein Herzchen für mich. Nom. Guck trotzdem mal rein. Ich habe jetzt... Wir sind jetzt in Tiefen 2. Das heißt, ich kriege sowieso keinen Shop mehr. Das heißt, ich kann auch einfach die Kohle auf den Kopf kloppen. Aber mit dem da unten spiele ich nicht. Weil dann habe ich, glaube ich, nur noch eine... Nein. Eine 25% Chance. Quatsch. Gar nicht. Nicht mehr die dritte... Doch, ich glaube schon. Irgendwie so. Also ich habe nicht mehr die genaue Chance von 1 zu 3, sondern... Weniger. Ach komm, drauf geschissen. Ich habe keine Lust. Sinnlos. Ah, da unten habe ich auf jeden Fall noch ein... Oh wow. Oh wow. Oh wow. Hier hätte ich auch gerne mein Buch gehabt. Aber man kann es halt nicht in ihren Raum haben. Boah. Oh, die knubbeln in der Mitte, ne? Wenn die auch noch schießen, dann bin ich voll am Arsch. Ich krieg sie nicht kaputt. Ich krieg sie einfach nicht kaputt. Mich dieser Idiot hier verfolgt wie ein Irrer. Einen habe ich kaputt, yay. Oh wow. Geh doch einfach weg. So, Ruhe im Karton hier. Meine Fresse. So, hier lang. Und Zytoplast. Wow. Dankeschön, Cube of Meat. Das ist mir gerade viel Schaden erspart. Oh wow. Ich weiß gar nicht, wie weit die Challenge geht. Ich glaube bis Mom's Heart. Schlüssel. Ja, mal gucken, was drin ist. Nope. Moment. Ach, das kann ich noch benutzen, wenigstens. Ups. Siehste, hat sich doch gelohnt. Wusste ich. Und. Was ist denn das? Ja, genau. Genau. Oh, wow. Komm, springt her. Fuck you! Was war denn das? Wieso hüpfst du so schnell wieder? Willst du mich verarschen? Du Cheater. Du kannst gar nicht so schnell hüpfen. Du bescheißt. Oh, oh. Oh, komm. Reicht. Die Karte. Ich hab 24 Bomben, ey. Nimm die Karte. Bist du? Judgment? Ups, das war verkehrt. Hi. Oh, ich bin ein Idiot. Warum habe ich das gemacht?
Wenn ich den Teufelsraum. Na, unterm Itemraum oder im Geheimraum. Oh, ich bin so ein Idiot. Okay, nevermind. Die Karte. Schön. Karte. Okay, weil normalerweise ist es so. Nochmal zur Erklärung, warum ich mich jetzt gerade wieder selbst verflucht habe. Wenn man den Bettler benutzt in einem speziellen Raum, also like, sag doch. Oh boah. Habe ich super aufgefangen. Like Geheimraum oder Bossraum oder Teufelraum. Dann droppt der auch das Item des jeweiligen Raumes. Soll heißen, wenn ich ihn im Itemraum im Teufelsraum beschwöre, droppt er mir auf jeden Fall ein Teufelsitem. Chemical Peel, Damage Up, ja, jeder zweite Schuss macht mehr Damage. Immerhin. Pef, pef, pef. Ich bin jetzt quasi Two-Face. Bin ich nicht hübsch. Ich bin so hübsch, ne? Oh, wow. Der ganze Weg wieder nach oben. Hum und um hier. Schneller. Schneller. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben irgendwie. Weiß auch nicht. Scheint mir irgendwie ziemlich dünn zu sein. Bups. Und rein da. Mami. Oh Gott, das ist die rote Mami. Die rote Mami. Warum die rote Mami? Die rote Mami, ich hasse die rote Mami. Ja, genau deswegen, weil sie nämlich super schnell ist. Aber so müsste ich es eigentlich ganz gut hinkriegen, wenn ich immer in der Mitte bleibe. Nicht so nah an die Türen gehe. Wow. Boah. Und vor allem mache ich übelst wenig Schaden an der, habe ich das Gefühl. Boah, ist die schnell. Die spawnt dafür keine Gegner übrigens, aber wie man sieht, ist sie halt ultra schnell. Man muss halt echt aufpassen, wo man steht. Also wo ich die das erste Mal gemacht habe, war ich total überfordert. Die ist halt echt mega schnell. Wie man eventuell sieht. Oh wow. Stirb doch, Mami. Aber mit der Taktik scheint es ganz gut zu funktionieren. Wow. The Lucky Toe has appeared in the basement. Also doch bloß bis Mom. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Oh, maybe not. Ja, war doch bloß bis hierhin. Ich habe gedacht, das ist Moms hart. Oh Gott, geschafft. Das heißt, wir haben jetzt den Lucky Toe freigeschaltet, das ist ein Trinket, das erhöht das Glück, ähnlich wie der Lucky Food. Ich glaube aber nicht um denselben Wert. Ich will jetzt nicht irre, ich kann jetzt natürlich auch wieder voll Scheiße erzählen, aber ich glaube, es war so. Ja. Ne. Die ganzen tollen Gegner hier, die auch endlich mal nicht mehr glitschen. Die haben ja irgendwie, wo das Addon rauskam, total rumgeglitscht. Da hat dann, weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube Pin und, wie heißt der? Ja, der andere halt, der Rote. Haben dann immer hin und her geglitscht. Genauso wie, ich glaube Peep und hier, The Blighted One, heißt der so? Ja, keine Ahnung, ey. Eigentlich ist es doch vollkommen Wurst, wie die heißen. Sie sind halt scheiße, irgendwie. Naja. Gut, dann sind wir dann jetzt hier am Ende und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer. Macht halt, was ihr wollt. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann die Challenge 3. Ja, bis dahin, ne? Ciao, ciao.